Ja, so, der stand wieder mit einem Heiltrank oder den generell rabenmunschen Techniken, können die sich dann ja auch mit dem Geld wieder nach oben. Wenn ich den Herold da sehe, der gerade aufs Feld schreitet, werden wir wohl angekündigt. Na, kommt! Dieses Mal mache ich es euch nicht so leicht, das glaubt aber. Naja, viel einfacher kann es ja auch nicht werden. Außer ihr hättet eure Waffe direkt ins Dreck geschmissen. Na, kommt! Kommt! Das ist alanfanische Sitte. Man muss sich ein bisschen. Obwohl, ja, hier ist kein Chorgeweihter, schade. Ich nehme euch nachher mit in den Chortempel, glaubt mir. Da lernt ihr ein paar nette Jungs kennen. Nun, das wäre auch nicht das erste Mal. Na gut, Knappen, meine Rüstung! Ja, die packen dich dann wieder ein, Dorlin und Dracodan, und dann bist du wieder so aufgefahren. Wisch dir nochmal den Bierschaum vom Mund weg und Eine reibst dir Pause nochmal ein machen. bisschen über deinen Arm. Initiative. Also selbst wenn ich jetzt verliere, ist mir egal. Ich habe einmal gewonnen. Wenn Alles, ich was jetzt zählt. verliere, ist mir auch nicht so wichtig, aber ich will schon gewinnen. Du solltest vorziehen. Naja, gut, kannst du nicht. Kann ich nicht. Wo bin ich 19? Also Rafim? 19. Aber Raffin hat die höhere Basisintelligenz. Ich bin 17. Ich bin 17, ja. Alles gut. Ja, ich versuche dich umzureißen zu unserem aller Ja, versuche Überraschung. dich zu parieren. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Gerade nicht geglückt. Ja, ich versuche dich umzuwerfen. Das ist Parade eine nicht um geglückt. Gerade und nicht geglückt. ja, ist um 8er Schwert und um 10er Schwert die E-Probe. Du würfelst nicht gut. Du willst du deinen Chibi benutzen? Ja, Ah! das ist. Da Ich meine, liegt chip doch den Schaden. Da Ich hab liegst du keinen mir. Chip. Ich Da meine liegt. Ja. Rafim. So. Hä, wieso? Der Junge fliegt doch. Was will ich Der denn Junge mehr? liegt. 8 Punkte in die Verlierte. Ja, 1, 2, stehst du in 3, einer 4, Aktion 5. auf oder in Du bist zwei? auf der 9. Ich stehe natürlich in einer Aktion auf. Ja, mach mal deine GE-Probe-Schwert und deine Rüstung. Ist gelungen. Ja, wenn er in einer Runde wieder aufsteht, dann greife ich ihn zweimal an. Das gleiche Spiel nochmal. Ja. Genau, ich fange mal ganz entspannt an mit. Obwohl, nee, das eine wäre dann umgewandelt, ist egal. Ich gebe ihm erstmal eine Vierer-Finte. Ja. Die kann er noch normal parieren. Ja, mach Schaden. Ich pariere das nicht. Achso, okay. Elf 11. Zone. Den Schildarm. Komm nicht durch. Ja, dann mache ich nochmal einen ganz normalen Schlag. Das halte ich gegen. Ah, nee, halte ich nicht gegen. Halte ich nicht gegen. Ja, mein Freund, ne? Warte Angesagt mal. ist angesagt. Okay, er hat recht. Ja, Angesagt ist richtig. angesagt. Ja, ich habe aber den Schlag vorher gar nicht gewürfelt. 13 über, was hast du Ja, aber ich gewonnen? habe mir eh nie gewonnen. Genau, deshalb. Ich frage ja, was du überhaupt hattest. Ja, gibt Schaden. Ja, 18. 18. 18, Trefferzone. In den Bauch. Das ist gar nicht mal so. Da kommt 10 durch. Also ich bin. Bauch ist irgendwie schlecht. Bei mir drückt Ja. 10 in den 10 in den Schwerdarm. Ja, da kommen immer 3 durch. Wie sieht denn das mit deinen Lebenspunkten aus? Also du bist wieder hoch auf Ich 24, bin wieder keine hoch, 10 leider. mehr. Gut. Ja, ich fange die neue Runde an mit einem Umreißen. Schaffe ich. Ja, gut. Mach Schaden. Also würfel den aus. Okay, Okay. ja, schon 16, der 1 ist immer drin. Heute nicht, ich fall wieder um. Das ist Ja. Genie. Das sind 7 Punkte Verlust. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist Ich so möchte eine in krasse Technik, ne? einer Aktion aufstehen. Ja, Gelingt mir schaffst nicht. du nicht, dann greife ich dich jetzt zweimal an. Reiß Am ihn Boden. wieder, reiß ihn, Am Bo ich reiß ihn wieder warte, um. ich liege am Boden, ich liege am Nee. Boden und du greifst mich zweimal an. Nee, du liegst am Boden, du stehst auf, meine letzte Aktion kommt durch, ich greife dich an. Ja, genau, Deswegen eben. du hast noch eine Aktion, also nicht mehr Ja, zwei. genau. Reiß ihn nochmal um, dann ist er Hä? mit seiner Initiative auf null, hat nur noch eine Aktion. Dann liegt er wie ein Käfer am Ja, Boden. aber ihn hauen macht viel mehr Spaß. Ach komm. Also Ey, es ich bin jetzt aufgestanden, ja? Ja, richtig, dann kriegst du einen Gut. vierer Wuchtschlag ins Gesicht. Okay. Den kannst du nicht parieren. Ich habe noch eine Aktion. Hey, nein, du stehst in zwei Runden auf, weil du deine Ach Gewandheitsprobe ja, nicht gut. geschafft hast. Schaden. 16, Trefferzone. Oh Gott, Mit Junge. 20 Schaden in den Bauch. 20 in den Bauch, das ist ordentlich. Das sind 12. Ja. Nächste Aktion, ich reiß dich wieder um. Warte, 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 das ist jetzt eine neue Kampfrunde. Ja, richtig. Nächste Runde, ich versuche wieder dich umzureißen. Okay. Alles geschafft? Ja, willst du es Dann parieren? versuch's nö, mal dann okay, egal. Schau dann Schaden aus.
bei dem Indie-Vergleich. Du willst. Okay, 12er Verlust. 12er schaffst du nicht. Dann geschafft. Bist du auf 0 und hast nur noch eine Initiative. Er kann auch nur eine Aktion. Ja, musst du aufstehen? Ich orientiere mich erstmal. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Das heißt, du schießt nicht weiter auf. Ich eine Aktion orientieren und dann stehe ich auf. Okay, dann stehst du. Nee, warte, nee, das macht keinen Sinn. Also, wie du dich auf dem Boden orientierst, verstehe ich auch nicht so gut. Ja, gut, nee, also ist, auf dem Boden orientieren, lasse ich auch nicht zu. Also, ich meine, du guckst dich ja um und willst ja deine Situation einschätzen. Wie willst du deine Situation einschätzen, wenn du im Gesicht im Dreck liegst? Wenn du nicht aufstehst, dann, wie gesagt, du musst wirklich eine Aktion auf dem Boden. Okay, dann stehe ich in einer Aktion auf. Das ist gelungen. Ja. Ja, dann hau ich dich zweimal. Einmal mit einer Vierer-Finte. Du brauchst keine Finte, der hat nur noch eine Aktion, das bei mir ist wahrscheinlich. Ja. Ja, dann bleibst du sofort nur noch eine Aktion. 16 in den Torso und dann gebe ich dir nochmal Vierer-Wuchtschlag. Hau Jala nicht tot. Ach, der geht nicht tot. Ja, zum Glück habe ich meine Parade ja noch. Oh Gott, nein, du hast nur noch eine Aktion. Nicht. Du hast ja, die eine Aktion, mit der anderen Aktion kann ich parieren. Du bist mit einer Aktion aufgestanden. Das ist noch die gleiche Runde, mein Junge. Wieso bist du immer mit noch einer Aktion aufgestanden? Na, ich habe zwei Aktionen, aber ich darf sie nicht zum. Ich darf nicht. Du hast eine Aktion, du bist bei Initiative 0. Ja, richtig, du bist unter Initiative 0 gefallen. Dann gib her, wie viel Schaden machst du? Ja. 30 in den Torso. Ja. Nee, 34. Das ist leider richtig. Junge, jetzt gibst du wirklich aus dem. Ich glaube schon. Warte kurz. 34 minus 13? Wir wieder bin ich im Heil dran. 34 minus 13 sind 21. Ja, das ist. Da kippe ich leider um dran. Also einmal über deine Konstitution und dann Lebenspunkte. 21 Ausdauerschaden sind 11 echte. Das ist kein Problem. Auch nicht 74. Nicht 74. So. Das habe ich gerade gesehen. Ich möchte an dieser Stelle mal formell das mit dem, du hast nur noch eine Aktion, eine Kampfaktion, ja, aber ich glaube, man kann sich trotzdem orientieren, in Frage stellen. Aber das können wir hinterher erklären. Nee, kannst du dich immer orientieren, aber nicht auf dem Boden, Punkt. Ja, nee, darf man nicht. Ich meine das mit dem, du hast nur noch eine Aktion, weil die müsste auch zum Orientieren gut sein. Also, du bist eben mit deiner Gewandheitsprobe aufgestanden. Richtig. Das war deine Aktion. Und richtig, aber du hast, ich glaube, man hat trotzdem die. Dann gucken wir hinterher nach. Wir müssen alle erstmal ins WDS gucken, um Himmels Willen, Junge. Ja. Was gewinne ich denn? Gewinne werden noch nicht ausgeteilt, aber schwere Handwaffen. Wäre der Gewinner ein schwerer Zweihander, Kaiser Gerbald, der Zweite mit Türkischmuck und dem Namen Sturmbringer, Wert 500 Dukaten. Oder die Rondra-Kirche gewährt eine Weihe einer beliebigen Komplettrüstung im Schwertfeuer des Tempels zu Gareth. Der Rüstungsschutz gegen Dämonenwesen ist verdoppelt. Gewinne ich da auch was von? Das ist der erste Preis. Überlege mir das mal. Ich weiß noch nicht. Genau. Ich hebe Jala dann erstmal wieder auf. Was ist im zweiten Preis drin? Au! Ihr verfluchter Hund! Ihr habt länger durchgehalten. Gut gemacht. Ich glaube, Jala ist ich hab, auch normale mit Leute. Mit deiner Ausdauer. Normale Leute so. Hauen. Nein, Ausdauer ist. Ja. Normale Leute hauen einem nicht ins Gesicht, während man noch am Aufstehen ist. Wisst ihr das? Also ist nicht unbedingt sehr ritterlich. Ja, gut, aber normale Leute gewinnen auch nicht das Turnier, sondern ich. Erst selber haben wir in Jorgo Mag auch gesagt. Es hat uns nur Schwierigkeiten gemacht. Das glaubt aber. Naja, kommt. Ich lad euch auch auf einen Heiltrank ein. Ich glaube, ich kann mir das jetzt leisten. Wollt ihr einen? Ich hab noch einen. Ich werde verzichten und lieber noch einen Tee aufgießen. Ja, gut. Und so könnt ihr euch mit schmerzenden Knochen oder einem Siegesgrinsen zurückziehen zu der guten Witwe Putz. Es ist jetzt 16 Uhr, immer noch ein verregneter Frühling und. Ja, ich meine, zweiter Platz beim Kasa-Turnier muss man sich auch nicht verschämen. So sitzt ihr auf der Couch. Auf den Sitzmöbeln von Witwe Putz. Ja, wir haben es jetzt den Abend des 2. Reine. Stetiger Regen, der niedergeht und ihr freut euch, dass ihr dann jetzt mit euren durchnässten Klamotten wieder im warmen Inneren
sitzt. Wie geht's weiter? Was findet jetzt morgen statt? Das Wagenrennen. Ah, okay. Und wie viele Tage noch bis zu unserer Gala? Der ist morgen vor dem Wagenrennen. Ah! Haben wir schon Einladungen verteilt? Mir sicher, aber mir hat sich da den Tag vor darum gekümmert. Mit seinem... Genau. Kalli-Dingens. Kalligrafen. Genau. Okay. Wann ist denn dein Wagenrennen, Jalan? Morgen Nachmittag. Echt? Ich meinte, das fängt schon vormittags an. Mir war auch so. 18 Uhr ist die Feier, fängt die an. Ach, das nein, 10 nein, Uhr Wagenrennen? Die Feier ist ja nach dem Wagenrennen. Vor wäre auch etwas seltsam, dann sind die alle besoffen beim Wagenrennen. Ja, der ursprüngliche Plan war vor. So. Ja, aber dann könnt ihr, wenn... Weiß denn irgendjemand, wann das genau anfängt? Weil um 12 gehe ich mit den Söldnern da rum. Wenn ihr da mitkommen wollt, dann weiß ich nicht. Ich habe im Kopf, dass es um 10 Uhr anfängt. Ja, wie lange dauert denn so ein Wagenrennen? Ich habe keine Ahnung. Einige Stunden sicherlich. Ja, dann muss ich das wohl ohne euch machen. Wer kommt denn überhaupt mit auf euren Wagen? Nun, ich war noch am Überlegen. Ich sollte wohl das Fräulein Leonida mitnehmen, wenn sie denn so geneigt ist. Bestimmt nach den Blumen. Ist das nicht ein wenig kurzfristig? Inwiefern? Nun, es ist ein wichtiges Rennen. Hättet ihr das nicht alles schon längst geregelt haben müssen? Und verzeiht, dass ich mit anderen Dingen beschäftigt war. Wie zum Beispiel diese Feier zu planen oder Duelle auszufechten, als mich um eine Disziplin zu bekümmern, aus der ich nur am Anstand teilnehme. Ja, also vielleicht habt ihr den wenig überladen. Wollen wir hoffen, dass Fräulein Leonida eurem Antrag zustimmt, euch auf dem Wagen zu begleiten, meine ich natürlich. Grinst sich an. Man wirst doch wohl hoffen. Am besten sollte ich den Wagen morgen frühzeitig aufspannen lassen und sie dann, ich weiß nicht, auf den Weg abfangen oder so. Entweder direkt als du auf die Wagenstrecke einreiten kann. Aber reitet man auf dem Wagen nicht zu dritt? Gewöhnlich ja. Und wer ist dann euer drittes Mitglied? Kennt ihr jemanden, der Spaß am Wagenlenken hat? Oder es gut kann, im Gegensatz zu mir? Keine Ahnung, kann man da Bogen schießen von den Wagen runter? Man kann im Streitwagen Bogen schießen. Ja, nimmt doch immer mit. Der ist schießt aber ja während des Turniers selbstverständlich nicht gestartet. Das ist schließlich kein Kampf, sondern nur ein Rennen. Ach so. Ja, dann vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Nehmen wir mal an, Zaubern ist auch verboten? Selbstverständlich. Dann viel Glück. Ja, wie geht es jetzt weiter? Möchtet ihr heute Abend noch irgendwas besprechen? Irgendwas Wichtiges für entweder die Feier oder für die Evakuierung? Oder möchtet ihr frühzeitig schlafen? Ist denn für die Feier mittlerweile alles geklärt? Brauchen wir noch etwas? Die Einladungen sind raus, ja? Ja, die Einladungen sind raus, ja. Sind zugestellt. Marischal und sein Lesonist und so weiter sind auch vorbereitet und werden pünktlich da sein, ja? Ja, darum habe ich mich gekümmert. Die Essen werden da sein, es stellt sein, sich ja? heraus, dass der Illusionist direkt vom Theater kommt und wir extra bezahlt haben für ihn. Nun ja. Das mag sein. Die Essen werden pünktlich da sein, ja? Was kostet denn der Illusionist? Ich meine, wenn wir extra bezahlt haben, ist er nicht so teuer, oder? Nun ja. 50 Goldstücke. Okay. Spezialisten verlangen ihren Preis. Ich hoffe, er ist Gildenmagier und es wert. Dafür könnte ich euch 4 Chorgeweihte besorgen.
Beim Thema, die Söldner werden da sein und spuren. Ich treibe die mal mit 10 Korgeweihten an, mal gucken, wie weit wir die treiben können. Und sie werden nicht aussehen wie eine Bande halb abgerissener Haut raus. Das sind 4 Banner Söldner, was erwartet ihr? Ich erwarte genau das, was ich gerade gesagt habe. Haben wir eine Brücke für die Leute? Natürlich nicht. Ich jag die bestimmt auch aus wie Söldner, also... Die können aussehen wie Söldner, sie sollten nur nicht aussehen wie der letzte Straßenabschaum. Ich jag die alle nochmal durch das Badehaus. Gut. Vergesst die Rasur nicht. Vielleicht sollten wir dann diejenigen, die am besten sich präsentieren können, nach draußen stellen und den Rest irgendwo auf einen Abruf. Apropos gut präsentieren, wie viele eurer Kollegen kommen denn? 6 an der Zahl. Mit wie vielen Leibwächtern? Leibwächter? Nun, ich glaube, hier in Gareth haben sie es noch nicht so ganz verstanden mit Kavalieren oder Säbeltänzern. Wie steht es mit der Pferdedressur, die ihr angeboten habt? Haben wir Pferde besorgt? Und wir haben Pferde. Hat der Raya-Tempel keine Pferdezucht? Nun, sie haben definitiv Pferde, ja. Und ja, wir haben auch einige Pferde. Sagt nicht, ihr habt es vergessen. Es kam durchaus nicht zum Gespräch, oder? Nun ja. Vielleicht solltet ihr bei dem Hochgeweihten noch einmal vorsprechen heute Abend. Vielleicht könnt ihr noch etwas herausreißen. Ich stelle selbstverständlich gerne meinen Streitross in den Ring. Ich weiß nicht, ob ein Streitross für sowas geeignet ist. Es kann kreiseln, es kann steigen, es kann springen. Was braucht ihr denn mehr? Das müssen wir eigentlich in die Preiskirche, Reierkirche meinte ich natürlich, spenden, dass die sozusagen uns hier wirklich so schön aushelfen. 8 Dukaten pro Geweih? Oh, das Fest an sich wird eine gewaltige Spende an Reier werden, selbstverständlich. Es ist immerhin etwas sehr Reier-Gefälliges. Natürlich werden sie Speis und Trank auch bekommen. Aber es ist als Geweihte der heiteren Göttin unsere heilige Pflicht, ein solches Fest auszuführen. Das höre ich gerne. Es kostet nichts. Ich reibe mir so die Hände. Es kostet uns ein Essen. Für jeden. Nun ja. Naja, ein Essen kostet 10 Dukaten. Das sind sogar die Chorgeweihten billiger. So kann man das nicht sehen. Sie unterhalten uns und erfreuen uns mit ihrer Gegenwart. Nun, ihr werdet die Geweihten der Reihe ja wohl kaum mit schlechtem Essen abspeisen wollen. Entsprechend sollten wir unsere Götter gefällige Pflicht tun und sie genauso gut bewirten wie alle anderen auch. Kriegen wir eigentlich was zu essen? Natürlich, ihr sitzt doch am Tisch. So. Oder so, wollt ihr euch von der Feuer fernhalten? Ich dachte mir, ich schnapp mir den Zwergenkönig und guck mal, wie viel der trinken kann. Was den Tisch angeht, wir werden noch über die Sitzordnung reden müssen. Ach, ja. Naja, die zuerst reinkommen, suchen sich ihren Platz aus und die anderen sortieren sich dann dazu. Rafim, Sitz. Ich hatte hier etwas vorbereitet und leg halt so eine Sitzordnung vor. Mit Namen und Tischen. Also die Tische sind so in U-Form angeordnet. Hufeisen, ja. Fast geschlossenes Viereck, nur die andere Seite gegenüber der Stirnseite, wo die hohen Persönlichkeiten sitzen, ist halt ein Stück freigegeben, dass sozusagen die Diener von vorne die Stirnseite bedienen können, weil normalerweise ist es nicht erlaubt, die hohen Herrschaften von hinten zu bedienen, aufgrund der Sicherheit. Die anderen Seiten werden halt von hinten bedient und in der Mitte ist halt eine große Fläche für Festivitäten, Vorführungen etc. Wo sitzen wir denn bei dieser Liste, denn ich sehe unsere Namen nicht. Du kannst dich frei einsortieren, glaube ich, außer für an die Stirnseite. Sitzt denn der Zwergenkönig? Neben der Prinzessin selbstverständlich. Aber meint ihr, da hat er Freude dran? Zwischen Roaya und Barnhelm? Es geht nicht darum, ob er Freude dran hat, es geht um die Etikette. Ihr könnt doch den Zwergenkönig, er gibt einen Dreck auf Etikette.
Ihr solltet ihn lieber zu seinesgleichen setzen, da hätte er mehr. Da wäre das wäre ein Affront, aber. Gegen ihn wäre eher ein Affront gegen ihn, wenn ihr es nicht tut. Richtig. Also wir können ihn da bestimmt hinsetzen, aber dann nimmt er sein Essen, steht er auf, setzt sich zu seinen Zwergenkompanen und sagt jedem, der dann da hinkommt und sich auf seinen Platz setzen will, er könnte man sich ganz schnell verpissen gehen. Das, ganz genau. Das kann er natürlich tun, aber... Setzt ihn zu Ignar und seinen Leuten. Aber erstmal würde ich ihn trotzdem an die Stirn setzen. Was haltet ihr davon? Wenn er reinkommt, frage ich ihn, ob er sich zu seinen Zwergen oder an die Tafel setzen möchte und dann lassen wir ihn entscheiden. Setz ihn und seine anderen Mitzwerge doch alle oben an die Ecke des Hufeisens. So sitzt er an der Stirnseite und bei seinen Kumpanen. Das wird das Praktikabelste sein. Warum sitzt die Akolutin Griffburger von Auralet an der Stirnseite? Sie ist eure Vorgesetzte und eine... Sie ist nicht meine Vorgesetzte. Zumindest ist sie die Anführerin der Bandstrahler, weil ich weiß. Na, so hochrangig ist sie nicht. Ich wollte gerade sagen, der Ordenshochmeister der Brandstrahler ist Rafferia van Nesslau. Wenn ihr wünscht, setzt ich sie zu den Gemeinen an die Seite. Setzt sie doch... Ja... Setzt sie vielleicht nicht neben Leonida, aber setzt sie an die Seite, ja. Wie wäre es neben Brigon von Erkenstein? Neben den Magier. Ja, das wird gut kommen. Brigor von Erkenstein ist ein Rechtsgelehrter. Setzt sie doch neben die Frau von Krötenbrunnen. Die kommt aus Greifenfurt, die werden sich verstehen. Na gut, ja, ich schieb da halt so ein paar Karten hin und her. Hat sich eigentlich irgendjemand über diese ganzen Fäden, die hier ablaufen, informiert? Es gibt keine Fäden, es herrscht Landfriede. Das ist voll anders als bei uns zu Hause. Diese Feiern sind so seltsam. Ja, und glaub mir, es wird sicherlich langweilig ohne die ganzen Dolche. Setzt allerdings vielleicht wirklich die Raben uns nicht unbedingt in die Nähe der Traviergewalten. Aha, also doch etwas. Vielleicht solltet ihr auch die Magier alle eher in eine Richtung setzen. Wir setzen am besten die Magier auf die rechte Seite und die Kirchenangehörigen auf die linke Seite. Also wir sollten den Zwergen auf keinen Fall neben die Magier setzen, sonst wird das noch viel unterhaltsamer. Wer steht hier drauf mit Magister Magnus Necromanticus? Ich glaube, dies ist Pulvera, ein Magier aus dem Süden. Mein Boss Beranus ist eher ein wenig rostig, aber steht Necromanticus nicht für Necromanticus? Nun ja, es ist ein Fachgebiet, könnte man sagen. Was ein musst ihr denn so rum? So einer kommt uns überhaupt nicht auf die Gala. Das will ich aber wohl gemeint haben. Ja, ich kann auch ohne Brabaker. Aber der ist jetzt schon eingeladen. Ist Brabak nicht im Grunde wie Alanfa? Ich gestarre dich jetzt wutentbrannt an. Wach, ich meine, es kommen Schwarzmagier. Ja, das ist zu vergleichen. Ey, wir sind im Süden, wir halten Sklaven. Es kommen Schwarzmagier daher. Ich sehe den Unterschied. Ihr solltet jetzt kein Wort mehr sprechen, oder ich muss euch noch einmal fordern. Landfriede. Und ich denke, Pulbert hat keine Einladung bekommen. Warum steht er dann hier drauf? Nun ja, er lädt sich meistens selber ein. Wir werden allerdings dafür sorgen, dass er vielleicht mit den vernünftigen Worten davon überzeugen werden kann, dass er an dieser Veranstaltung nicht teilnimmt. Die vernünftigen Worte von Scher dich fort, Nekromantenpark, ja? Ich werde mich darum kümmern. Gut. Überlass das mir. Oder wir sperren ihn im Keller ein. Und werfen den Schlüssel weg. Ich habe gehört, im Keller gehen Geister um. Das könnte ihm gefallen. Also die meisten dieser Namen sagen mir überhaupt nichts, aber wer von denen ist denn... Und warum sitzt das Fräulein Leonida eigentlich so weit abgeschlagen an der linken Seite? Nun, weil sie keinen Rang und keinen Titel hat. Ich setze sie so an die Stirnseite oder in die Nähe der oberen Seitentafel. Weil, ja, nun sie gehört ja irgendwie zu euch, dachte ich. Danke. Aber ich kann euch auch weiter wegsitzen. Kein Problem. Wo sitzen wir? Wie gesagt, ihr könnt euch selber einordnen, wo ihr wollt. Ja, und so geht das Spiel der Etikette und der Staatskunst vor allem auch noch ein paar, ja, vielleicht Stunden weiter. Irgendwann habt ihr Kopfschmerzen und könnt dann nach zahlreichem Kartengeschiebe nach draußen an die nassen Fenster blicken, wo es immer noch stetig
Vorabend war noch auf dem Zeltplatz angekündigt, wer denn möchte. Gab es wohl auch einige Festivitäten, wohl der Thulamidische Abend, wenn man so möchte. Und wer da heute Abend noch hingehen möchte, der könnte sich eben auch noch ein bisschen die Zeit vertreiben. Aber falls man denn müde sei, dann müsste man da eben auch nicht hingehen. Aber es wäre geladen.